Leute, willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 Reaper of Souls. Wie ihr seht, die Tiefen von Lorry, Ebene 1. Dort begeben wir uns erstmal hinein. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, keine Ahnung. Ich kenne das, diese Höhlen nicht so wirklich. Das muss ich zugeben. Aber ihr kennt mich ja. Wenn es eventuell was zu holen gibt, dann bin ich gerne mit dabei und schaue mir das auch ein bisschen genauer an. Ja, und jetzt müssen wir die Baden. Also möchte ich mich wundern, wenn wir auch hier wieder etwas stärker sind. Ja, was funktioniert denn? Was funktioniert denn? Zack, zack. Wir müssen mal schnell die Gegner hier in der Höhle aufklären. So viel ist, glaube ich, auch von euch erkennbar. Okay, hier gibt es auf jeden Fall eben zwei. Wow. Wow. Ich benötige mehr Zorn. Ja, den holen wir uns jetzt. Das ist irgendwie falsch gesehen oder werden die irgendwie immer größer? Ich weiß nicht, zumindest mal gucken, bevor ich immer nicht allzu schlimm sein soll. Ja, komm. Ich den Löffel ab, damit wir beide machen. Rennen sollen, als sie es noch konnten. Ja, genau, richtig, so ist es. Atem des Todes. Einzigartiges Handwerksmaterial. Geil, kann von den mächtigen Monstern erbeutet werden. Wird von Handwerkern verwendet, um Gegenstände herzustellen und zu verändern. Okay, das kenne ich soweit noch nicht. Ich habe schon mal was davon gehört, das kann ich zugeben, aber ich weiß jetzt nicht exakt, wozu man das ja verwenden kann. Können wir das überhaupt einfach so verwenden? Ich weiß es nicht so genau. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es feststellen. Hab ich mal. Ein genialen Schlitzer. Okay, ein seltenes Zweihandschwert. Ja, ihr seht es, ne? Die Zweihandwaffen, die machen natürlich wesentlich mehr Schaden, aber die sind auch wesentlich langsamer. Und das muss man dazu sagen. Und man kann halt, wie gesagt, auch keine Schilde tragen. Da hinten ist nichts mehr. Das heißt, wir müssen mal da unten lang schauen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt hier nur eine Ebene gibt, wenn wir draußen schon angezeigt bekommen haben, dass es hier die Ebene 1 ist. Wir müssen quasi eingehen. Manchmal laufen wir auch nicht.
noch. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Also nicht, wenn man es nicht skillt im Endeffekt. Vor allem hat man ja auch nicht immer die Chance, sich mal eben zu fixen, so einen Rand zu bewegen. Und dann entsprechend ja zu heilen. So, hier sind sie weiter. Oder du warst da, besser gesagt. Du warst da, Flatsch. Ein Ding da oben. Ich mag Omen. Wenn man schon mal mit dem dann ist eigentlich ein Minecraft. Ja, klingt ein bisschen doof, ne? Ich glaube, ich glaube, dass irgendwo, ja, jetzt im echten Leben quasi, irgendwo dann auf einmal Omen passieren und diese dann auch irgendwas Bestimmtes voraus haben. Ja. Ich meine, wenn es so wäre, dann wäre es so, aber bis jetzt ist sowas passiert. Diese Feinde sind unglaublich. Wenn einem sowas passiert, ich glaube, dann kann man auch nicht wirklich darüber reden, weil man sich auf jeden Fall gehalten. Und das will ja auch nicht passieren. Ja, können wir doch mal ehrlich. Die Leute, die sowas erzählen, die werden wirklich gut gehalten. Den glaubt man dann letztendlich sowieso nicht. Dann kann man es auch direkt von vornherein sein lassen. So, sind wir nach dem Einkommen. Terminator, hastige Aufregung, ein seltener Ring. Ja, was bringt der denn? Plus 1 und 2, oh, ach du Gott. Der bringt ja, ja gut, auch Vitalität plus 226, die Angriffsgeschwindigkeit um 5% erhöht und der kritische Trefferschaden um 35% erhöht, was natürlich auch gut ist, aber mir nicht gut genug. Nee, mir nicht gut genug. Seltene Armschienen, ja, 591 Rüstung. Wäre natürlich was für die Rüstung selber, ne? Für die Zähigkeit letzten Endes. Aber das lasse ich auch. Das gefällt mir einfach nicht. Wenn der jetzt noch ein bisschen üben, oh, ja. Ich noch ein bisschen üben, so wie ich, oder. Oder wenn ich das Gefühl habe, dann wäre das nicht. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. So macht es das einfach. Schaden würde das jetzt machen. Aber dafür kriegen wir keine Stärke zusätzlich und auch kein Leben. Och, Mensch. Und Zorn sowieso nicht, ne? Also, ja. Was macht ihr denn bei ihm an Schaden? Das ist die Frage. Soll ich das bei ihm austauschen machen? Dies ist mir die Frage. Nee, komm. Wir lassen alles beim Alten. Schauen einfach mal hier in die Truhe rein, was es noch alles so schön gibt. Ja, und natürlich auch da wieder mal Atem von oben. Ich hoffe ja nicht, dass ich irgendwann mal dann hier irgendwo langlaufe und dann nicht einfach mal die Maden von oben anschauen, weil das ist ja nicht, vor allem, wenn ich hier irgendwas in Höhe der. Boah, das ist eigentlich nicht mehr, ja. Das ist nicht mehr. Aber ich glaube, da gibt es auch noch Leute, die würden. Ich benötige mehr Zorn. Ich wäre jetzt auch nicht was verlieren, sowas passieren würde, weil, hey, hier ist sauber, das ist ein Weg. Ja, ich kann das viel erzählen, aber ich meine. Der hat ein ordentliches Leben geführt, der hat eine Ordnung in seiner Wohnung, ne? Und dementsprechend kann sowas eigentlich nicht so einfach. Eigentlich.
das ist sowas eigentlich schon. Aber es ist auch derjenige, der dann sagt, oh, ich bin so gut mit den Ohren. Du jetzt so lange da und hier. Sieht man alles weiß, was da passiert. Und wenn wir schön das Fenster werden, wir laufen mit deinem Abstand. Ja, genau. Nur mit uns. Dann, also mit Zack habe ich jetzt hier mein Spiel. Massaker, 2,75-facher Erfahrungsbonus, Leute. Also so macht man schnell Erfahrungspunkte. Rüstung 375, das ist die Klammerquaren. Jetzt so ein seltener Handschuh. Plus 335 Stärke, plus 376 Vitalität, was natürlich richtig gut klingt. Aber der reduziert sogar die Ressourcenkosten um 10%. Aber er regeneriert wieder kein Leben. Nee. Das ist. Nee, danke. Nix für mich quasi. Nix für mich. Gut, dann schauen wir einfach mal hier lang. Ich glaube, das ist vielleicht hier so falsch gedacht. Ich dachte, das geht dann quasi hier den Weg hier so rum. Tut es dann aber nicht. Zum ersten Mal stehen wir hier richtig im Wasser drin, hier unten in diesen Höhlen, denen wir jetzt schon ein paar Mal begegnet sind. Wir kommen schon mit Schlurrad. Da hat irgendwann schon keinen Bock mehr, weil wir so oft umlaufen. Höhle. Ja, genau. Ebene 2, aber die schauen wir uns das nächste Mal genau richtig an. Ja, warum hat das denn jetzt hier geblinkt? Gute Frage, weiß kein Mensch. Gut, hier schauen wir uns das nächste Mal genau um, denn wir sind bereits wieder am Ende dieses Parts angelangt. Leider ist die Höhle etwas größer, als ich dachte. Was ist leider eigentlich ganz geil so, ne? Vielleicht gibt es hier wirklich endlich mal was richtig Gutes zu finden, was uns dann so ein bisschen weiterbringt, was uns vielleicht fasziniert oder mich fasziniert oder euch auch einfach nur fasziniert.
Na, wenn ihr das herausfinden wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 3. Und ansonsten, ne, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben und teilt ruhig auch fleißig den Link zu dem Video, ne? Damit auch mehr Leute wissen, dass es diese Videos hier gibt, dass es dieses Projekt hier von mir gibt. Kann sich ja jeder anschauen, wie er möchte. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!